Jetzt geht's zum knappen Loch. Und das ist steil angelegt, nicht barrierefrei. Da kann man sagen, nicht barrierefrei. Also heute Mittag ist schon bärig warm. Unglaublich. Also die, wo die es angelegt haben. War das knappe Loch in der Geschichte immer schon bekannt? Oder hat man das nachträglich wieder mal entdeckt? Das gehört zusammen. Ja, wird schon hallo. Gewesen sein, aber ja. Da steht ein bisschen Geschichte drauf, aber wann und wie wäre das eingegroben und keine Ahnung. Da sind wir jetzt jung. Ja. Aber datiert vor 300 Jahren. Zurückdatiert. Meine Kinder gehen halt immer gerne noch rein, die haben einen Knoppenloch. Das ist ja ein Heimatloch. Wenn wir von Holmen, ja, die müssen mit der Knoppenloch gehen. Gibt es da drinnen Schächte oder gibt es nichts? Das ist ein Tunnel. Ja, ja. Und dann haben die aufgehört. Keine Ahnung. Da geht es nicht da rein. Ich frage mich auch, warum sie das gehoben haben. Keine Ahnung. War halt ein Versuch. Sondierung vielleicht oder ja. um schauen, ob es da was gibt vielleicht. Ja. Und wie haben die das rausgearbeitet? Feuersetzung, Sprengel. Gut. Gut. Hallo. Jetzt haben wir einen Fachmann da heute. Wahrscheinlich. Ja, du kennst dich aus. Ja. Ist mir nie da geblieben. Du wirst gleich Tierknitz, gell? So ist es. Da haben wir uns schon gesehen. Ja. Oben beim, bei der unteren Brettscharte. Ja. Genau, da sind wir uns schon begegnet. Ja. Da haben wir schon gesprochen miteinander. Ja.